Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser. Aus Wasser ist alles. Und ins Wasser kehrt alles zurück. Wasser bedeckt zu 70% die Erdoberfläche. Nur ein Bruchteil davon ist Süßwasser und somit für den Menschen bekömmlich. 5% der Süßwasservorkommen Europas liegen in der Schweiz. Denken Sie an die verschneiten Berge, die Gletscher, die Seen, Bäche und Flüsse. Sie prägen das typisch schweizerische Landschaftsbild. 53 Milliarden Kubikmeter Wasser verlassen die Schweiz pro Jahr über zahlreiche Flüsse. 40% dieses Abflusses stammen aus Schneeschmelzwasser. Die Industrie, die Landwirtschaft und der Einzelverbraucher sind stark von Wasser abhängig. 60% des Schweizer Stroms wird aus Wasserkraft gewonnen. Wasserkraftwerke verändern aber auch den Wasserkreislauf und haben einen bedeutenden Einfluss auf die lokalen Ökosysteme. 4000 Liter Wasser braucht eine einzelne Person in der Schweiz täglich. Wie kommt das Wasser überhaupt in die Schweiz? Und was passiert damit, bis es die Schweiz wieder verlässt? Wie steht es um die Wasserqualität? Wie kann man einzelne Regentropfen bis hin zu einem Fluss verfolgen? Wie funktionieren verschiedene Messsysteme? Und was ist der Nutzen der gewonnenen Information? Was passiert, wenn es zu viel regnet? Wie können Hochwasser vorhergesagt werden? Suchen Sie Antworten auf diese Fragen? Dann vertiefen Sie jetzt Ihr Wissen um das Element Wasser. Wasser in der Schweiz. Ein Online-Kurs der Universität Zürich mit Videovorlesungen und Dokumentarfilmen. Ohne Wasser kein Leben.